Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zu Wiska Tabak, eurem hoffentlich Lieblingsfußball-Podcast. Und ihr seht, ich bin hier in einem Raum. Es gibt ein YouTube-Video auch. Wiska Tabak ist in den Shownotes markiert. Heute wichtige Podcast-Folge, Freunde, auch auf YouTube, weil wir haben hier einen Companiero und der läuft jetzt rein. Wiska Barca! In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Tone, ich habe hier ein paar Geschenke am Start. Da freue ich mich, Bro. Wir haben heute nämlich auch eine spezielle Episode. Die ist nämlich von Tops gesponsert. Da bedanken wir uns auch erstmal bei dem Ehrenbruder-Team. Ne? Und die haben uns hier auch einige coole Päckchen zugeschickt, die wir heute auch auspacken werden. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe noch was anderes, Tone. Ja. Weißt du, was auch noch richtig, richtig geil ist? Was denn, Bro? Du siehst ja, ich habe hier das neue Deutschland-Trikot erstmal am Start. Wie findest du es? Ich finde es sehr, sehr geil. Ohne Spaß. Ehrlich? Auch mit der Hose. Ehrlich, Deutschland-Trikot feiere ich. Ja. Ich fand es sogar, ich war ja auch im Stadion, da müssen wir auch noch gleich ausführlich drüber reden. Das ist auch eins, das Hauptthema heute eigentlich, über die Nazo zu ich hab, zu schnacken, Digga. Was sollst du denn Nee, ich wollte schnacken sagen. Also das, ey Leute, es ist schon, wie viel Uhr haben wir? 2.51 Uhr in der Nacht. Tone kommt frisch von der Baller League. Ey, ich war heute ohne Spaß 7 Stunden Baller League moderieren. Und jetzt bin ich hier. Ich erzähle dir auch noch, was ich heute alles gemacht habe. Ja. Aber auf jeden Fall hier mit Musiala-Vlog. Und das habe ich am Anfang auf den Bildern gar nicht gesehen. Jetzt sieht man es eigentlich sehr, sehr gut hier auf Video. Dieses Muster da. Ich dachte, das ist einfach nur so eine weiße Fläche. Aber Bro, das langärmelige Trikot Havertz hat das getragen. Das fand ich sogar noch krasser, weil unten war auch nochmal dieser Farbverlauf. Ja. Mit den Shorts. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja. Und ich habe so im Stadion dann so groß beobachtet, dass er rausgekommen ist. Der sah auch irgendwie so wie so ein Icon aus. Weißt du, ich meine, er kehrt so zurück, Bro, und macht sofort Assist. Ja. Aber okay, ich will jetzt nicht direkt schon drüber reden. Bleiben wir beim Trikot. Ich finde es, also ganz ehrlich, ich finde das Heimtrikot ist ein 10 von 10, Bro. Ich finde es unnormal fresh. Ich finde es sehr, sehr gelungen, wirklich. Und es gibt noch ein Auswärtstrikot. Ja. Achso. Du hast, also ich habe hier Musiala-Vlog am Start. Ja. Sehr gut. Ja. Nummer 10 ist deine Lieblingszahl und auch, Digga, auch wieder. Wusstest du, das hast du in deinem Vlog nicht gesagt, Gim, das habe ich mir gedacht, es war Musialas erstes Spiel für DFB mit der Nummer 10. Und es ist für ihn was ganz, ganz Großes, hat er auch selber im Interview gesagt. Ja, und ich fand die Aura, die er auch so vor mir gegeben hat, er hat ja auch voll das geile Spiel gemacht. Und dann, ich habe sofort gesagt, ich will ein Trikot mit ihm. Ja, so. Groß war ich aber auch kurz davor, ehrlich gesagt. Ja, weil ich die Story einfach cool finde und er so gut gespielt hat auch direkt. Und das Auswärtstrikot habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Zeig mal, Bro. Oha. Welcher Spielertone? In welchen könnte ich mich noch verlieben? Okay, pass auf. Beim Deutschlandspiel war Musiala geisteskrank. Ja. Und so wie ich dich kenne, du hast 100% Rookie. Ja? Junger Spieler, sehr guter Mann. Florian Wirtz, 1 Million%. Mann, du kennst mich zu gut. Hey, es ist wirklich Wirtz, es ist Florian. Aber auch eine geile Zahl, 17 so. Ja, Cristiano Ronaldo, Manchester United. Der Vintage-Mann. Oh, das sieht, no joke, lass mich kurz anziehen. Ich ziehe das über mein Kroatien-Trikot an. Ich habe, by the way, übrigens, falls ihr nur den Podcast hört, ich habe ein Kroatien-Trikot an. Auch das neue für die EM. Wie findet ihr das? Wie findest du es, Bro? Ich finde, Kroatien-Trikots sind immer eigentlich fresh, Digga. Die haben immer so ein Wiedererkennungsmerkmal, finde ich. Aber ja. Pass auf. Also klar, das ist ein bisschen gewagt von der Farbe. Ich verstehe natürlich auch ein bisschen die Kritik dahinter. Weißt du, wenn so ein 50-Jähriger oder so das Design sieht. Es ist halt so für die Jugend, würde ich sagen, so ein cooles Streetwear-modisches Trikot. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn es so richtig 30 Grad hat, hoffentlich bei einem Heim-EM-Sommermärchen. Man geht in die Stadt mit seinen Kollegen, snackt ein Eis. Und das gibt einfach so ein erfrischendes Gefühl. Ja. Und mal was anderes, why not? Ey, das ist ein gutes Thumbnail-Bild. Ja, stimmt. Aber sieht geil aus, gell? Sehr, sehr cool. Ey, no joke, ich finde selbst dieses Trikot wirklich geil. Und ich weiß, dass sich viele beschwert haben, aber ich glaube, dass Adidas mit die besten Verkaufszahlen vom DFB-Trikots hat seit langem. Echt? Das habe ich gar nicht gelesen. Doch, doch, das habe ich mitbekommen. Und das liegt, glaube ich, auch an diesen Videos, die rausgekommen sind. Hast du diese Intros gesehen oder die Werbespots? Ja gut, man darf nicht vergessen, das ist ja das Phänomen an Social Media, die Hater oder die Kritiker melden sich am lautesten. Ja. Aber eigentlich kommt es in Wahrheit voll gut an und bricht Rekorde. Also das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ne? Safe, safe, safe. Also ich glaube, wir können... Übrigens, Leute, wir müssen das nicht sagen. Ne? Wir haben absolut keine Sponsoren oder Partner. Nein, nein, nein. Heute aber der Sponsor ist Tops. Wollen wir damit Anfang tun oder wollen wir erstmal... erzähl doch erstmal, wie ist eigentlich gerade Baller League? Also genau, ich komme gerade von der Baller League, Freunde. Es war echt krass heute. Vorletzter Spieltag, glaube ich, habe ich gesehen. Ne? Es ist der 10. Spieltag gewesen, jetzt gibt es noch einen und dann sind die Final Fours. Im Fußballstadion. Übrigens, ganz kurz, das muss ich erzählen, Anton. Ich
bin ja eigentlich kein Field Reporter oder Kommentator. Das habe ich ja das erste Mal jetzt richtig gemacht und ich wachse ja da auch ein bisschen rein. Ich bin nicht perfekt in dem, was ich mache oder so, weißt du. Aber ich werde in Düsseldorf, Bro, bei den Final Fours in einer Halle das Ganze quasi, also die Interviews machen, vor 15.000 Leuten. Ach so, und die werden alle das auch hören. Im Fußballstadion. Nee, das ist in so einer geschlossenen Halle in Düsseldorf. Ach so. Okay. Da sind 15.000 Zuschauer und jeder hört mich, wenn ich ein Interview mache. Da werde ich, glaube ich, echt aufgeregt sein. Jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr aufgeregt vor den, sag ich mal, vor den Interviews oder vor dem Spieltag. Aber das wird echt nochmal eine Hausnummer. Da muss ich ja auch, also, das ist aber gutes Learning by Doing sozusagen, dass man so ins kalte Wasser geschmissen wird. Das ist echt krass, was man da alles lernt. Auch für mich so. Das Witzige ist, ich habe dir, glaube ich, vor Jahren schon gesagt, ey, Tone, wenn auf einmal, also toi, 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 dass du es noch lange machst, hoffentlich vor einem Podcast, Bro, da brauche ich dich noch. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann mir dich eines Tages endgut vorstellen, Bro, als so Moderator, Feed Reporter. Ich glaube, da wärst du richtig, also ich finde, du hast da echt ein gutes Talent, auch schon damals bei Illegella Cup und so. Ja, sehen ein paar Leute anders im Chat, bei Twitch. Ja, Bro, aber das ist ja, nein, jetzt ehrlich, das sage ich dir jetzt nicht, weil ich dein Bruder bin, so mäßig. Ja. Aber ich finde, du machst da einen echt guten Job, Bro. Naja, ohne Scheiß. Also ich finde, es geht immer besser, aber ich lerne sowieso noch, weißt du? Also ich hoffe, dass es noch besser wird. Aber da bin ich auf einem guten Weg, glaube ich. Und generell, ich war 4 Tage bei meiner Familie in München. Und da habe ich meine Mama besucht. Die hat morgen eine OP. Da müssen wir auf jeden Fall Daumen drücken. Und sonst ist aber alles super. Also ich habe echt mich nicht beklagen können. Ich habe für meine Freundin, die hat sich jetzt einen Mini geholt. Den haben wir abgeholt. Das ist echt auch cool. Das haben wir sozusagen so, also hat sie ein Auto. Und ich finde das Interior auch von den neuen Minis, das ist endfresh, gell? Das ist, also es ist ja eigentlich in Anführungszeichen ein günstigeres Auto, aber das ist voll krass, also wirklich ehrlich. Du sitzt da drin und ich denke mir zum Beispiel, meinen N'Golo vermisse ich gar nicht, wenn ich jetzt nicht meinen N'Golo hätte, meinen M4. Ach so, stimmt, hast du einen N'Golo. Aber den muss ich bald zurückgeben, muss man sagen. Also ich habe den nur noch 3 Monate und dann muss ich auch gucken, was ich mir hole und ich habe noch keine Ahnung. Was war bei dir heute los? Naja, ich habe ja geisteskrank viele Stadionvlogs gemacht innerhalb von kürzester Zeit, ne? Ich war übrigens, Anton hat ein 1 von 10 Video hochgeladen. Da muss man echt mal Chapeau sagen, 650k Klicks nach einem Tag, ja. Das ist echt geisteskrank. Ja, das war, aber das hat natürlich auch dazu, ja klar. Also der Hype einfach jetzt gerade um die Nationalmannschaft, einfach so out of nowhere, Bro. Ich hatte eh schon so ein Bauchgefühl seit Wochen, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, habe ich auch in meinem Vlog gesagt, vor Anpfiff, dass ich glaube, dass die Nation noch rechtzeitig die Kurve kratzen wird. Und Kroos ist natürlich nicht der alleinige Heilsbringer, ne? Aber er hat überragend gespielt. Und das war das beste Timing, was die erwischen konnten. Es ist nur ein Testspielton, aber es ist gegen Frankreich. Ja. Und die Franzosen haben mit einer anderen Startaufstellung gespielt, als jetzt noch beim Testspiel in Dortmund, erinnerst du dich? Da war Mbappé und so nicht der Startelf. Also die wollten das schon eigentlich gewinnen, ne? Vor allem vor heimischem Publikum. Und normalerweise sind die Spiele auch immer in Paris, im Stade de France. Ja. Das war in Lyon, da war auch richtig geile Stimmung. Also die waren nicht zufrieden, die Franzosen mit ihrer Performance. Die wurden auch ausgebuht, oder? Du warst ja vor Ort. Ein bisschen, genau. Und ich finde, Deutschland hat einen geilen, geilen Job gemacht. Aber ich fange schon wieder viel zu früh an, über das Thema zu reden. Auf jeden Fall, habe ich die ganze Zeit die Stadionvlogs gemacht, war in 3 Ländern in 4 Tagen und dann war ich ein bisschen energielos. Deswegen habe ich so eine Woche Pause gemacht und dann mit voller Energie nach Lyon geflogen, das Spiel erwischt. Jetzt einen Tag danach bin ich dann Richtung Frankfurt geflogen, weil ich hatte heute Morgen, hatte ich da noch in der Nähe ein Shooting. Für absolute Teamsports. Das war auch ganz cool. Da haben wir so über die Schuhe geredet, so die ganzen so Fußballschuhe, weißt du schon. Ja. Mercurial, so die Sachen historische. Auch. Da war der eine David Rau, falls du den kennst, so ein Schuhinfluencer, der hat die ganzen heftigen, limitierten Messi-Schuhe mitgebracht. Mhm. Auch noch so von 2007, 2006 und damit kann man Anton gut beeindrucken, ne? Ja, genau. da hat er mir auch noch so Custom Air Force geschenkt, Digga, die so mit Messi bemalt sind. Richtig geil, habe ich mich sehr gefreut. Und dann, ich hatte den Tag davor, hatte ich einen richtig lustigen Abend, weil ich habe in so einem Dorf übernachtet, in der Nähe von Frankfurt, nicht in Frankfurt. Und dann hatte ich voll Hunger, Digga. Und es hatte nichts offen in dem ganzen Dorf. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast. Und dann war ein einziges Dorf offen, bis 23 Uhr, dann bin ich da hingelatscht. Das war so ein richtig deutsches Dorf, überall nur Pflastersteine und diese Alten. Aber was meinst du mit einem Dorf offen? Wie meinst du, nur ein Dorf offen, hast du gesagt? Ein Dorf offen. Achso, nein, ein Restaurant war offen im Dorf. Ein Restaurant im Dorf. Ja, laut Google, Digga. Dann bin ich da hingelaufen und dann war es natürlich auf einmal zu, weil es wahrscheinlich kein Publikum mehr gab.
Also ich bin so verplant, der Tunnel, ich bin Matsch in der Bühne. Nein, gut. Ich reiß mich jetzt zusammen. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, okay, komm, es ist nur noch Burger King offen, 2 Kilometer. Bro, da war, das war wie Pandemie, da war keine Menschenseele, das war, ich dachte so, wenn ich jetzt ausgeraubt werde, dann wird auch niemand mir helfen, weißt du, was ich meine? Da lande ich halt irgendwo und erfriere, weißt du, doch voll. Und keiner wird dich finden auch. Nein, null, das war wirklich wie zu höchst Pandemiezeiten, Digga, so war der Vibe. Und auf einmal kommt mir so ein Typ entgegen, ich laufe so vor ihm vorbei, ne, ich so vorsichtig, nicht, dass irgendwas passiert, ne, man weiß ja nie, Digga. Und auf einmal, Anton? Yeah. Ich so, das gibt's doch nicht. Der Erste, der mir entgegenkommt, wo nichts los ist, ist auch noch ein Zuschauer. Habe ich gesagt, ey Bruder, komm mit zu Burger King, weil damit ich nicht alleine so hingehe, ne? Und, ja, dann sind wir zu Burger King und auf einmal waren da noch so 6, 7 andere Jugendliche. Und das ist anscheinend so der Treffpunkt dort, weißt du? Und dann haben wir... Kenn ich von früher, hatte ich auch. Ja. Burger King Treffpunkt. Stimmt, wir waren ja selber mal Burger King. Ja, wir waren früher mal Burger King. Und wenn es der einzige Spot ist, da wo noch was offen ist in der Umgebung. Und die machen alle gerade Abi. Und dann habe ich so gesagt, ey komm, bestellt euch alle ein Eis, die wollen. Ich lade euch ein. Ich hatte voll gute Laune wegen dem Deutschlandspiel halt auch. Weißt du, ich war so euphorisch. Das Video kam auch voll gut an und so. Ich so, komm, ich lade euch alle ein. Dann habe ich eineinhalb Stunden mit bestimmt 6 Zuschauern und dann hatten die noch ihre Klassenkameraden und so, hatten die auch noch dabei. Warum lachst du, Digga? Ich find's lustig. Ja. Hatten die auch noch dabei und ja, da haben die so erzählt, dass sie Abi machen. Das war, und dann kam ich mir das erste Mal so, Alter, ich bin 27, die sind gerade so 17, 18, vielleicht maximal 19. Und ja, war schön, so die Schulzeit gerade von denen zu schnacken. Ja. Und das waren so meine letzten Tage und dann bin ich heute mit Zug von Aschaffenburg nach Köln gefahren und dann zu dir, auf dich gewartet. Und jetzt sitzen wir hier. Ey, ihr müsst übrigens mein Insta-Story sehen, wie Anton auf mich gewartet hat zu Hause. Das war auch legendär. Übrigens, was steht eigentlich als nächstes an, bevor wir gleich über die Länderspiele reden? Wo gehst du überall hin? Zu welchen Spielen? Das ist, glaube ich, auch immer cool zu wissen für die Community. Ja, also ich habe es ja gesagt letzte Episode. Ich wollte ja eigentlich Spanien, Brasilien gehen. Im Bernabeu, auch geil. Weißt schon? Wie nie im, ja, normal. Im Brasilien-Trikot im Bernabeu. Ja. Aber übrigens, Kubasi hat jetzt auch debütiert für die Nationalmannschaft bei Spanien. Ah, das ist der Innenverteidiger, gell? Ja, okay, genau. Das ist der 17-Jährige. Oder ist er 16 oder 17? Der ist, glaube ich, 17. Der ist 17, ja. Aber Bro, natürlich jetzt nach der Performance von Deutschland. Ja. Also da ich hatte so Bock, also ich hatte so Spaß gemacht, der zuzuschauen. Und die Art und Weise, wie sie auch gespielt haben. Es war ja nicht jetzt nur irgendwie so ein dreckiges 2-0. Es war ja wirklich, ich würde nicht sagen 10 von 10, aber es war wirklich eine richtig stabile 8. Ich glaube, aber... Gegen Frankreich auch noch. Aber wenn man sich alles davor anguckt, dann war das ein 10 von 10. Also besser hätte es nicht sein können, quasi, das Spiel. Würde ich fast sagen. Ja, okay. Weißt du, ich meine, wenn man alle... Also es ist wirklich Wahnsinn gewesen. Deswegen ist auch, glaube ich, jetzt diese Euphorie entfacht auf Social Media. Und ich glaube, die offiziellen Highlights, Bro, hast du gesehen, wie viele Aufrufe die haben? Mhm. Fast 4 Millionen Aufrufe. Was? Ja, Bro. 4 Millionen. Und das ist immer so ein Gradmesser, weil wenn Champions-League-Finale zum Beispiel hochgeladen wird, du weißt selber die Zahlen, dann hat das vielleicht so 2-3 Millionen. 4 Millionen für ein Testspiel. Du merkst, das Land hat Bock. Die wollen eine geile EM. Ja. Und schau mal, wie schnell es gehen kann. Ein Spiel, ein Testspiel von 0 to 100. Ja. Und ich sag dir auch, warum 10 von 10. Dann gab es auch die Story mit Wirtz, weißt du. Dann sieht man dieser Traum, der entsteht. Du siehst Musiala und Wirtz zusammen, wie sie in der Kabine nach Hause, also wie sie sich wieder umgezogen haben. Dieses Bild haben sie gepostet, Insta-Story. Dann dieses schnelle Tor von 7-8 Sekunden hat er gebraucht. Das ist das schnellste Tor im Trikot der deutschen Nationalmannschaft jemals. Und in der Geschichte, ja. In der Geschichte von Deutschland. Und es wäre sogar, hätte Baumgartl nicht das eine Tor gemacht für Österreich, muss man auch Props geben, der hat, glaube ich, 7 Sekunden oder 6 Sekunden gebraucht. Hätte er das nicht gemacht, sonst wäre das, glaube ich, sogar das schnellste Nationaltor ever gewesen. Also für alle Nationalmannschaften. Boah, aber das Baumgartner-Tor, da haben jetzt echt viele auch nicht so drüber geredet, ne? Heftig auch. Wie er sich durchgedribbelt hat, gell? Ja, der läuft durch 3 Leute durch auch noch. Also es war an sich eigentlich noch krasser der Samstagsschuss von Wirtz. Von Abschluss her nicht krasser, aber das Dribbling und alles drum und dran, er nimmt sich den Ball vom Anschluss direkt, also du kannst es auch nicht schneller machen. Also, nee, außer die Spieler sagen, komm, schieß Tor so mäßig. Also es geht nicht schneller, unglaublich. Und Wirtz ist... Wobei man auch nicht vergessen darf, der Pass von Kroos, der war schon gut, das war ja auch einstudiert, man hat es sofort gemacht. Ich habe auch sofort in meinem Vlog gesagt, das war geplant. Ja. Du hast am Lauf gesehen von Havertz, der ist sofort richtig durchgesprintet, hat versucht es zu kreuzen und dann Wirtz und die Annahme von Wirtz, Tone, man redet immer, ja, was für ein krasser Schuss. Bro, die Annahme, der Pass war jetzt,
weißt du, was ich meine? Nimm den mal erstmal so an mit dem zweiten Kontakt und so. Danach. Genau, nimm den so an und dann auch die Übersicht, ja, dass er sieht, den Weltklasse. Torwart ausguckt und da ist er nicht irgendwer im Tor oder das ist nicht gegen irgendwen. Wer den nimmt, ist. Es war ein Sahnetag. Ich habe heute auch noch eine Fußball-Challenge hoch gesehen auf dem YouTube-Kanal vom DFB mit Musiala und Wirtz. Muss ja anschauen, das ist richtig lustig, Digga. Was Wirtz so choked so bei irgendeiner Challenge und dann sagt er so Jamal so, ich kann keinen Fußball machen. Und so. Das ist endwitzig. Und hey, man sieht auch in den Kommentaren so, geil und so. Und ich sehe jetzt schon, dass dieses Video mal iconic wird in 10 Jahren. Yeah. Man sieht so Bilder, wo Wirtz und Musiala in die Kabine laufen und so genau, von hinten geschossen. Das meine ich. Und die Leute schreiben auch so. Iconic Moment. Das wird mal so richtig Vintage. Und man hat jetzt so Identifikationsfiguren wieder. Man hatte ja, die waren ja die ganze Zeit schon da. Mm. Aber Wirtz hatte immer wieder Probleme in der Nazio, weißt du, und schon mal ein paar Sekunden, Bro. Man merkt, was die Psyche alles ausmacht und was wie befreiend das, glaube ich, auch für die ganze Mannschaft war. Ich will jetzt auch nicht zu krass overhypen, dass wir jetzt safe Europameister werden. Ich glaube, man kann die Tüte in der Hand haben. Ich bin heiß. Und, Bro, ich finde aber, man kann echt sehr optimistisch sein. Aber Tone, lass uns doch, bevor wir intensiv nochmal über das Spiel reden und ich dir auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen erzähle, wie es so in Lyon war. Hast du meinen Vlog, hast du den einen deutschen Fan eigentlich gesehen, der die Prediction gesagt hat? Ja, 2-0 hat er gesagt. Das war echt hart. Ich muss dir mal die Roh-Datei davon zeigen, Bro. Was der war voll besoffen, oder? Bro, ich habe so geschnitten, dass es dann gepasst hat. Aber, hab ich gesehen, ja. Ich sehe nämlich die ganzen Päckchen. Schon mal, wollen wir jetzt erstmal zeigen, was wir hier jetzt am Start haben? Okay, pass auf. Wir machen erstmal so für YouTube, Freunde. Falls ihr übrigens nur zuhört. Leute, ohne Spaß, bevor wir das machen. Leute, danke schön für den Support auf dem YouTube-Video. Wir haben über 25.000 Aufrufe, glaube ich, auf dem ersten Videopodcast auf YouTube, auf unserem eigenen YouTube-Kanal. Geht da, Freunde, falls ihr auf Spotify oder Prime Video, also Amazon Music am Start seid. Du kommst schon komplett durcheinander, gell? Hier sind so viele Plattformen beim Podcast. Egal auf welcher Plattform ihr seid, tut uns den Gefallen, geht auf YouTube rüber, lasst ein Abo da. Danke ohne Spaß für den ganzen Support. Das ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren und wir haben das komplett für uns entdeckt seit den 3 Jahren. Es macht so viel Spaß. Und auch nochmal ein dickes Dankeschön an euch, Freunde, damit ihr Bescheid wisst. Und es macht halt auch so ultra Spaß, eine Episode. Ja. Das können wir leider nicht immer schaffen, weil halt entweder bist du unterwegs oder hauptsächlich ich wegen den Stadionvlogs. Genau. Aber Leute, ich bin extra heute von Frankfurt nochmal zu Tone hochgefahren, damit wir halt vor der Kamera gemeinsam aufnehmen und die Päckchen so in Real Life nebeneinander öffnen, weil so macht es natürlich viel mehr Spaß, als jetzt irgendwie über Discord sich gegenseitig zuzugucken. Und morgen gehen wir dann auch zusammen zum Spiel Deutschland gegen Holland. Anton hat mich eingeladen. Wo hast du eigentlich die Tickets her? Ja, das bleibt mein Geheimnis. Okay. Nein, von Teamsports, wo ich heute die. Ach so. Das war Zufall, aber ja. Ah, okay. Das war nicht. Okay, geil. Plan. Okay, Freunde, dann ihr seht es jetzt schon auf YouTube. Wir werden euch jetzt coole Sachen von Tops zeigen. Erstmal vorab, Tops, Freunde, hat dieses Jahr, Freunde, die offizielle Lizenz der Euro 2024 in Deutschland und wird somit das offizielle Sticker-Album zum Turnier veröffentlichen. Sprich, die Sticker-Alben, die ihr von früher kennt, die sind jetzt ab sofort von Tops. Das Sticker-Album-Ton kommt erst Anfang April. Genau. Ich meine jetzt aber ab sofort bei Tops quasi unter Lizenz. Und das offizielle Sticker-Album kommt ab April. Da können wir gleich noch drüber reden. Wir haben jetzt aber Match Attacks 2024 Euro. Ihr könnt es hier schon sehen. Das ist sehr, sehr cool. Und da haben wir was Spezielles bekommen. Übrigens, guck mal, Anton. Wir haben über Musiala geredet, da wurde ich damals eingeladen von Tops, hatte ich ein Interview mit Jamal Musiala und das hat er unterschrieben, One of One, die Karte. Das ist mein Schätzchen. Boah, aber das ist auch eine heftige. Das war eigentlich nicht geplant, Leute, dass die ins Video schafft, aber ich habe zu Tone gesagt, ey komm, die sieht schon sehr, sehr fresh aus. Muss ich auch als Messi-Fan sagen. Aber hier haben wir so eine zu 50 Merlin-Tops-Karte, oder? Da kennst du dich noch besser aus, das, Tone. Schau mal, das ist ein Merlin, heißt das Set. Und es ist ein Chrome-Set und da hat Ronaldo unterschrieben, Real Madrid-Trikot. Die gibt es 50 Mal, die ist ungefähr so geil, 2K von Value. Ich glaube, das ist auch die letzte Saison, wo er bei Real war, wo er auch nochmal Champions League gewonnen hat, logischerweise. Ja. Und siehst du seine Frisur? Das sind die Spaghetti-Frisuren. Ja, aber mit dem blonden Strähnen, oder nicht? Genau, das ist seine Spaghetti-Frisur. Und das war auf jeden Fall auch mit Ronaldo Prime, würde ich sagen. Das war die, warte mal, die haben 2016, 17, das war die 2018-Saison dann. Ja. Und Match Attacks, Freunde, die Euro-Version 2024 seht ihr hier. Da haben wir schon eine schöne Mappe bekommen. Die gibt es jetzt ab sofort. Die könnt ihr zum Beispiel beim Kiosk kaufen, bei Müller online, bei tops.com. Könnt ihr quasi überall shoppen. Und ich mach das Ding. Warte noch, oder? Oder willst du schon öffnen nebenbei? Okay, komm. Ich würde sagen, wir öffnen. Das ist so eine Special-Box. Da sehen wir jetzt auch schon direkt. Oh, was sehen wir hier? Warte, das musst du so machen. So.
Eieiei. Guck mal, geil. Wenn wir hier auch sehen. Alter, das ist schon mal so eine Special-Karte. Die ist auch sogar schon so in einem Hardcase, ne, Tone? Ja. Lamine Yamal, auch mit so einem geilen Holo-Effekt. Richtig, boah, das ist, Digga, richtig, richtig geil. Ich bin echt gespannt, was er für eine Rolle auch spielen wird. Ja. Weil bei Barca ist er jetzt eh schon Überflieger. Jetzt, die nächsten Wochen werden auch extrem interessant in der Champions League. Sieht echt sexy aus, lass mich gut was gucken. Er dann in den K.O. spielen reißen wird. Ey Leute, no joke, guck mal das Holo an. Ja, ist eine richtig Match geile Karte. Karte sieht sehr geil aus. Energiekarte. Und es ist auch noch meine Box. Ja. Weißt du, was ich meine? Das war voll Zufall, Leute. Einfach Lamin. Das haben die jetzt nicht da reingelegt, wisst ihr, wie ich meine? Das war jetzt, das haben wir gepult, wir haben das davor aufgemacht. Und hier haben wir drei Päckchen. Die können wir auch gleich mal öffnen. Können wir mal gucken, wie das aussieht. Um euch auch zu zeigen, was da drin sein kann. Wir sehen auf jeden Fall, dass Cristiano Ronaldo, und da ist Jamal Musiala. Tone, guck mal, tu mal zur Seite, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Mhm, hier schon mal, wer noch da ist. The Special One, José Mourinho. Da gibt es übrigens bei Tops auf dem YouTube-Kanal, tops.de, da gibt es ein Video dazu, so ein Trailer oder besser gesagt so ein Werbevideo. Und da waren Freunde von mir auch dabei und von dir. Die Push-Dich-Jungs. Ja, die haben es in den offiziellen Werbeclip mit ihm geschafft, wo sie mit ihm gedreht haben. Ja. Da Anton hat voll Auge gemacht. Ich so, ey, Tops, ich will auch gerne dabei. Ich wäre auch nur ein Statist gewesen, so im Hintergrund. Ja, aber das wäre echt mal cool, gell? Ja, das vielleicht irgendwann. Wir werden bestimmt noch mal andere Werbeclips drehen, ne? Ja. Aber könnt ihr auf jeden Fall reinziehen, war eine echt coole Werbung. Und aufmachen? Ja, lass mal gleichzeitig einfach öffnen, oder? Dann geht's schneller. Digga, ohne Spaß, da ist Goat Luka Modric drauf. Den wollen wir ziehen. Es ist zwar aber hier sehr, sehr selten bei den Match Attacks, ne, Tone, dass man ein Autogramm zieht. Man kann auch mal ein Autogramm ziehen. Ja. Wen hast du bis jetzt? Hier, Oblak. Alaba Holo ist fresh. Ja. Oblak. Man kann übrigens Match Attacks kann auch spielen, Anton. Ne? Ich das weiß, ja, es gibt das Spielfeld. Ihr seht ja hier Dev, Attack. Da gibt es auf jeden Fall so Zahlen, die auch unten stehen. Dev zum Beispiel 32. Das ist Højlund. Auch nicht schlecht. Rasmund Højlund. Und schau mal meine Holo, Bro. Ich ziehe. Oh! Das sind meine Tone, ne? Mach kein Auge. Ey, du kleiner Bruder. Ey, das ist echt. Also ohne Spaß, sieht cool aus. Schau mal. Jamal Musiala im Deutschland-Trikot. Dann haben wir noch Amdouni. Haben wir in Kroaten? Schade. Kein nee, aber Problem. Wir haben hier davor schon ein paar geöffnet. Wir konnten uns nicht zusammenreißen, Leute. Wir haben das eine Special Case noch aufbewahrt. Ja. Und, aber wir haben hier noch einiges zu öffnen. Das werden wir dann auch nach der Podcast-Episode öffnen. Dann können wir euch noch mal die besten Pulse in unserer Instagram-Story zeigen. Hier haben wir auf jeden Fall noch mal so eine Special-Form von Bruno Fernandes. Dann Cristiano Ronaldo Holo. Jude Bellingham auch in Holo. Dann haben wir hier diese Spielkarten. Referee war, Ton hat es ja gerade eben schon erwähnt, man kann es ja auch zocken. Das ist geil, die musst du zeigen, warte mal. Und die finde ich sehr geil. Aber die auch. Oliver Kahn, ja. Ja. Schau mal, das heißt, das Power sind so die Gesichter. Limited Edition, genau. Das sind so die besten Spieler quasi von vielen Nationalmannschaften. Das ist sehr geil. Und hier sehen wir zum Beispiel, du hast ja vorhin diese Bruno Fernandes-Karte hast du gehabt. Das ist so eine Chrome Shield. Genau. Und hier könnt ihr auch erkennen, man kann theoretisch ultra selten steht hier, aber man kann auch Autogramme ziehen. Und dann werden wir später nach dem Podcast. Es ist jetzt 3.13 Uhr in der Nacht. Wir werden danach noch ein Pack-Opening machen, sage ich euch. Und solche Produkte übrigens könnt ihr auch einfach bei Müller oder sonstigen Stores online bei tops.com kaufen, damit ihr Bescheid wisst. Aber die Lamin-Karte ist schon sehr, sehr geil. Schau mal, was die uns geschickt haben, Bro. Die haben nicht mal Latten am Zaun. Wir haben sogar so ein ganzes Display. Das werden wir gleich ab. Ja, safe, das ist richtig sexy. Und zusätzlich, du hast es vorne. Tone, bitte gib mir jetzt mal die Barca-Box. Das haben die Ehrenmänner mir heute auch noch mitgegeben. Ich war ja auch noch heute kurz im Office bei denen. Ja. Schau mal. Wir haben jetzt schon zwei. Achso, also ich habe drei. So sieht die aus. Genau. Drei Stück davon habe ich bekommen, Leute. Eine haben wir uns aufgespart für den Podcast. Die öffnen wir jetzt gleich gemeinsam. Und davor ist selten drin. Ich glaube, nur in jedem 12. Ding auch. Ja, weiß ich nicht genau. Steht hier hinten bestimmt. Auf jeden Fall nicht oft, ne? Nee, ist nicht so oft. Und ich habe Koundé Autogramm davor gezogen, Leute. Ist der limitiert? Nee, ist nicht numbered, ne? Ich glaube in jeder 5. oder 6. Box, aber ist ja nicht so wichtig. Cancelo zu 299, auch als Holo-Effekt, der ist nummeriert. Dann haben wir auch Lewandowski zu 299. Fermin Lopez, auch mit einem geilen Holo-Effekt, als Rookie. Der ist geil. Weißt du, was auch der gemacht sehr gut hat? Bro, der kommt aus der kroatischen Liga und hat jetzt, du hast es mir erzählt vorhin, erzähl mal das mit dem Debütro. Der hat sein Debüt gegeben für die senegalesische Nationalmannschaft und hat sofort ein Traumtor geschossen. Ne? Aus 30 Metern oder so als Innenverteidiger. Hier auch richtig geil. Lamine, Rookie und R9, auch ein schönes Comic-Design. Ich finde das auch mal so geil. Tone lacht mich immer so ein bisschen aus, weil ich halt auch diese Basic-Karten halt voll gerne so sleeve und sammle und so. Aber
die müssen ja nicht unbedingt den größten Wert haben, aber einfach allein das cool. Design und so und das aufzustellen, ja. Weißt du, was ich meine? Ich habe halt schon 1 Million Stück, du weißt ja, wie süchtig ich bin. Ja, eben, du hast gar keinen Platz mehr, aber nein, ich habe halt noch ein bisschen Platz so. Und safe. Ja, das macht ja auch das Hobby dann aus, ne? Aber ja, natürlich freut man sich auch, wenn man da noch... Und Kunde-Autogramm ist schon mal nicht schlecht. Öffne mal noch die letzte Box. Oh ja, mache ich. Dann können wir sehen, was da drin ist. Vielleicht haben wir noch ein Autogramm. So, oh, ich sehe schon hinten Ronaldo, Tone. Der dicke Ronaldo, stell mal vor, Ronaldo Autogramm. Okay, hinten sind die Polster, ne? Das sind jetzt erstmal die Base-Karten am Anfang, die kommen. Genau. Base, Base, Base. Aber da sind auch, solche würde ich zum Beispiel auch... Oh, Lamine, Lamin, okay, aber das ist ein anderes Design sogar von ihm, ne? Genau, er hat 2 verschiedene, ja. Okay, dann habe ich ja schon beide. Schon mal da ist auch der Faye Rookie. War das wieder Lamin? Ja, hier Lamin. Okay, hier Faye Rookie auch noch. Genau. So Rookie-Karten macht halt auch Sinn zu sammeln, ne, Tone? Weil dann können auch die Base-Karten mehr wert sein. Oh, da sind jetzt 2. Bro. Ach, du Heilige, hä? Hast du Ronaldo-Autogramm? Nein, Bro. R9 Autogramm wäre geisteskrank. Warte mal. Bro, ganz kurz. Stopp, das kann auch nur eine nummerierte sein, bitte, Tone. Bitte. Aber Bro, wie die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering. Tone, wir hatten gerade Kunde-Autogramm. Ey, wir haben gleich einen Bro-Counter, scheiße. Gabi. Oh mein Gott, ey, wenn es ein Autogramm ist. Oh, aber Bro, trotzdem krass. Alter, aber geil. Numbered R9 zu 150. Ey, das ist vor allem, ihr Leute, das wirkt Sleeve des Tone, Hardcase. Ja, und Pedri auch, schon mal, Pedri auch numbered, aber es ist zu 300. Aber der R9 ist ja krass. Der sieht cool aus. Ja. Gabi auch nochmal. Schau, hat sich gelohnt, bei Tops vorbeizugucken an deiner Stelle. Also an deinem Punkt. Ich wette, das ist gleich Sleeve. Anton ist immer voll vorsichtig, ist auch wichtig. Und Bro, du hast noch kurz erzählt zu den Stickern. Das ist nämlich so, Anfang April erscheint endlich das Sticker-Album, Freunde. Das wird sehr, sehr geil, weil dann könnt ihr natürlich euch so ein Album kaufen und dann tut ihr die ganzen Sticker rein. Das habe ich früher auch in der Vergangenheit immer voll gemacht, deswegen werde ich mir das auch dieses Jahr holen. Ich glaube, da mache ich so ein YouTube-Format auch draus. Man kann so ein YouTube-Video machen mit so Sticker-Sachen. Das ist immer ganz gut angekommen in der Vergangenheit. Und das finde ich echt geil von Tops. Tops Finest. Richtig. Lotto UEFA Euro 2024. Du hast es doch auch zum Zeigen, Tone, oder? Hier. Wo ist das denn? Hier. Ah, dann müssen wir nochmal kurz rübergehen. Und ihr seht, das ist Tops Finest. Bisschen teureres Produkt, aber ultimativ geil. Ich habe selber hier 8 Boxen noch rumsitzen. Das ist geil, schon mal. Aber da hast Modric. Du zum Beispiel schon jetzt safe eine Autogrammkarte auch drin, ne? Wenn du genau. So ein ganzes Display kaufst. Ich kann euch das mal zeigen, schon mal. Es gibt Inserts. Zum Beispiel hier haben wir, kennst du ihn? Francesco Totti. Kennt ihr? Ja, natürlich. Das ist ein Insert. Dann haben wir zum Beispiel ein Base. Aber es ist Nico Williams. Yeah. Und du siehst hier oben, das ist ganz neu, Freunde, jetzt. Es ist National Debut. Das ist das erste Mal, Tops hat ja jetzt die Lizenz für Euro 2024. Und dadurch konnten sie auch so Chrome-Produkte, wie fein ist das, ist übelst beliebt von Tops. Was soll denn da für Autogramm? Das zeige ich dir gleich. Gleich. Und das Geile ist, jetzt steht da nicht Rookie, sondern einfach National Debut. Das ist auch schon mal eine coole Sache, die noch dazukommt. Dann haben wir Gavi, das ist auch ein Insert, Prized Footballer. Sieht geil aus, kannst du auch theoretisch Number ziehen, als One-of-One oder so. Dann haben wir Openda, Refractor, National Debut, das heißt wie Rookie. Openda auch sehr gehypt, du weißt ja selber, wie er abgeht bei Leipzig. Wir haben ein Haaland, 250, und wir haben einen Price Footballer. Und diese Karten waren alle in so einer Minibox drin. Da sind 2 Miniboxen, das heißt, da ist immer eine Autogrammkarte garantiert, Bro. Da sind 6 Booster drin und 5 Karten pro Booster. Und das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Teil. Ich denke, jeder von euch sollte das kennen, der, sag ich mal, Tops-Karten sammelt. Das ist schon so Nonplusultra. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich die habe ich mir bei den Push-Digos geholt. Und das ist sehr, sehr geil. Die krasseste Karte, die du theoretisch da drin ziehen kannst. Natürlich, Leute, man muss auch ein bisschen realistisch sein mit den Wahrscheinlichkeiten, ne? Ja. Aber es gibt eine Dual-Autogrammkarte, Cristiano Ronaldo und Haaland auf einer Karte, beide Unterschriften zusammen. Das ist ja. Boah. Besser geht's eigentlich nicht. Und Bro, du kennst mich ja, wie süchtig ich bin. Ich kaufe mir jeden Monat auch mal eine teurere Fußballkarte, muss man sagen. Und schaut mal. Das hat ein Italiener gezogen und ich habe schon mit ihm geschrieben. Ist One of One? Nein. Das ist, bei Tops ist das One of One Superfractor, heißt es. Und Freunde, diese Karte, die ihr jetzt seht, das ist eine One of One und er hat gesagt, für 6.000 Euro würde sie mir geben. Und das ist ein bisschen zu teuer für mich, muss ich sagen. Aber ohne Unterschrift 6, boah, das ist schon... Das ist aber Bro, diese Karte ist halt so... Und der hat die gezogen, Italiener. Einfach, das ist so ein Juventus-Fan. Das Ding ist... Ja, können wir natürlich auch nochmal gleich drüber reden, ne? Ja. Weil Ronaldo hat keine Spielminute bekommen. Ich glaube, morgen wird er vielleicht ein bisschen spielen. Oder wenn ihr die Episode dann seht, spielt er heute hoffentlich. Wenn auf einmal Portugal die EM gewinnt, ne? Und er wird wahrscheinlich nicht jedes Spiel durchspielen, aber schießt auch nochmal 2, 3 Tore, vielleicht spielt er auch im Finale und trifft. Man weiß nicht, Digga. Ja, ja. Es ist zwar, vielleicht kann man sich jetzt gerade nicht vorstellen, dann geht die Karte ja komplett durch die Decke, ne? 100%. Also wenn Ronaldo Europameister wird, dann ist Feierabend zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Also
Das ist dann auch sein letztes Mal, dass er wahrscheinlich eine große EM spielt. Also 100%. Und lass noch eins aufmachen und dann... Ein allerletztes, ja. Da sehe ich mich jetzt nochmal... Das ist so ein kleines Case, was wir bekommen. Das kann man sich auch holen. Wir verlinken euch auf jeden Fall auch nochmal, Leute, die Seite von Tops einfach in den Shownotizen. Ja, schon mal. Ja, richtig. Könnt ihr gerne abchecken. Und ansonsten, wir haben es schon erwähnt. Luka Sucic, mit dem Mann habe ich auf Instagram geschrieben. Guter Mann. Den feiere ich sehr. Haben noch Shaqiri. Ansonsten haben wir es ja... Kurz war leider verletzt, Bro. Ja. Könnte ich bitte mal Sorgen tun? Ja, ansonsten, ja, findet ihr natürlich auch in den Supermärkten wie Kaufland und Co., Müller oder am Kiosk. Und da könnt ihr euch dann unter anderem jetzt schon die Match Attacks Euro kaufen oder halt aufs Sticker-Album warten. Ne? Genau. Ich sag ernst, Tops Partner für Podcast 10 von 10. Ja, 100%, also Digga. 10%. Ich meine, du warst ja schon sowieso schon krass, du hast dich halt angesteckt, ne? Und ja, mir macht's auch extrem Freude. Allgemein halt Trading-Karten, das ist halt immer so auch Flashbacks. Als Kind hat man so viel gesammelt. Authentischer geht's auch halt nicht. Ja. Das ist das Wichtige, finde ich, bei sowas. Bei solchen Kooperationen und deswegen ist es absoluter Win und damit auch ein dicker Gruß an das Tops-Team. Wirklich. Tone. Wir reden über Deutschland. So, jetzt nochmal, jetzt kann ich auch wieder klarer denken, weil die Päckchen sind zumindest zu einem Teil geöffnet. Die werden wir später rippen, ja. Was sagst du erstmal zur Aufstellung von Deutschland? Gehen wir die nochmal durch. Generell, mein erstes Feedback, die Nationalmannschaft wurde immer ausgemacht durch den Bayern-Block. Ja. Da waren ja zu Top-Zeiten eigentlich immer mindestens 4 oder 5 Spieler von Bayern. Jetzt hatten wir nur 2 in der Startelf. Kimmich, wieder Rechtsverteidiger, und Musiala. Ansonsten hatten wir kein Dortmunder in der Startelf. Dafür hatten wir aber 2 Stuttgarter. Ja, Mittelstädt war überragend. Ja. Hat auch Toni Kroos hervorgehoben. Es gab ein Interview danach. Er hat gesagt, unglaublich, was er gespielt hat. Erstes Spiel, dann noch gegen Frankreich. Und die Performance, ohne Spaß, das war gute Werbung für sich selber. Warte mal, wer war noch der 2. Stuttgarter? Stuttgart war... Fürich ist reingekommen. Ach, ja, genau. Und Undorf ist reingekommen. Also alle 3 waren auf dem Platz. Dann ja, genau. Aber nur einer war in der Startelf. Genau. So rum. Aber wir hatten 3 Leverkusener. Du hattest Jonathan Tah, du hattest Florian Wirtz und du hattest und Andrich. Genau, ja. Richtig. Und natürlich dann noch die 2 Realspieler. Kroos, Rüdiger. Und Stürmer hatten wir Arsenal. Havertz. Ja. Haben wir noch einen vergessen? Gündogan, Barca. Ja, Gündogan. Und Ter Stegen natürlich auch. Also die Mischung, es ist jetzt, aber ich finde es ja geil, weil Stuttgarter sind dabei, Bayern-Spieler sind dabei, Leverkusener sind dabei. So, Nagelsmann setzt halt auf das aktuelle Momentum und er belohnt die Spieler halt auch, weil sie gerade in der Bundesliga gut performen. Weißt du, was ich meine? Und dieser Mix, du merkst richtig, das ist, ich fand, die Aufstellungswahl war überragend. Ich kann mir auch vorstellen, der wird auch gar nicht so viel mehr ändern. Außer natürlich Leroy Sané kommt zurück. Ich glaube, der wird es, wenn er fit ernst, ist, spielen. Anton, glaubst du, dass Leroy Sané vor Florian Wirtz spielt zum Beispiel? Weil im Mittelfeld, man muss ehrlich sagen, es gab eine PK mit Toni Kroos. Und er wurde gefragt, wie stellst du dir ein perfektes Mittelfeld vor? Er hatte gesagt, ja, habt ihr ja bei Real Madrid quasi mehr oder weniger gesehen. Wir haben einen Spieler wie Casemiro gehabt. Wir haben Modric und Kroos. Und diese Kombination aus den 3 komplett verschiedenen Spielern, das ist das Geheimnis so für Toni Kroos, sagt er. Und er wollte aber nichts Genaues sagen zu Deutschland oder so, zum DFB-Team. Aber jetzt hat zum Beispiel Andrich gespielt. Andrich, super Job, oder? Bro, ich fand die Szene so geil, wie er sich auch mit Mbappé angelegt hat. Genau. Hast du auch gehört, was er im Interview danach gesagt hat? So, eigentlich ist es für ihn rot, was Mbappé da gemacht hat. Und wenn er da auch rot rausholt und halt gewissermaßen diese Provokation nicht zu krass eingeht, weißt du, ich meine, sich selber noch unter Kontrolle hat, aber Mbappé eine rote so rausprovoziert, dann hat er in dem Moment alles richtig gemacht. Also er ist halt auch so ein bisschen so ein dreckiger, weißt du, was ich meine, der weiß im richtigen Moment, wie er auch agieren muss, an der Grenze der Legalität. Und so ein abgeräumter Sechser auch wieder in die Zweikämpfe gegangen ist, auch die eine Szene fand ich geil, wie Toni Kroos einfach seinen Mannschaftskollegen Tchouaméni einfach voll umgegrätscht hat. Fair, aber hart. Und obwohl es ein Testspiel war, hat man gemerkt, die Jungs wollten ein Zeichen setzen und haben diesen Einsatz auch ab Sekunde 7. Sekunde 7, ja. Ja, haben sie auch ausgestrahlt. Und das hat einfach Laune gemacht. Ich fand das. Bro. Das war eigentlich mal wieder so, man kann sich mit der Mannschaft so identifizieren. Komplett. Also, aber vor allem auch wegen der Art und Weise, wie Julian Nagelsmann erstmal, er geht nach Leistungsprinzip. Spieler wie Mittelstädt haben eine Chance bekommen. Deswegen frage ich mich aber, wenn jetzt ein Leroy Sané wieder zurückkommt, würdest du ihn wirklich aufstellen vor Florian Wirtz?
Weil du kannst eigentlich nicht. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Nein, ich weiß. Aber du kannst ja nicht. Quasi links hast du Musiala. Vorne im Sturm hast du Kai Havertz oder Füllkrug oder wer auch immer. Dann hast du rechts entweder Leroy Sané oder Wirtz. Und im ZOM hast du eigentlich ziemlich wahrscheinlich. Meistens hast du Gündogan. Du hast Toni Kroos, die sind sicher. Weil Gündogan ist der Kapitän. Toni Kroos wird sowieso spielen. Und dann hast du eigentlich wahrscheinlich eher einen Andrich noch, glaube ich. In der Kombination hat es ja gut geklappt. Ich wette mit dir, es wird Spiele geben, wo zum Beispiel Gündogan Kroos und dann auf der 10 Florian Wirtz und dann Leroy Sané noch spielt. Das kann natürlich auch passieren, aber dann eher bei so Spielen, wo man vielleicht offensiver ein bisschen agieren kann, weißt du? Also generell fand ich die Mischung einfach ultra nice mit zwei erfahrenen Männern, wie Gündogan und Kroos, die dann die Pässe liefern auf die jungen Wilden da vorne, auf Flo und auf Jamal. Und die haben diesen abgezockten Fußball gespielt, gell? So ohne dieses Nachdenkliche, was bei Bayern ein bisschen vermisst wurde. Ja, diese Verkopftheit das einfach. War dieses Leverkusen-Spiel, haben sie vorne gemacht. Ja, weißt du, genau. Aber die haben halt auch gerade dieses Momentum. Und die Stuttgarter, ich weiß noch die Aussagen, wo die meinten so, als sie gegen Leverkusen im Pokal gespielt haben, meinten sie, hey, es trifft gerade das zweitbeste Team auf das beste Team in der Bundesliga. Das stimmt auch. Gewissermaßen kann man natürlich darüber diskutieren. Mhm. Bayern hat jetzt auch wieder sehr gut gespielt letzte Woche und das ist auch wichtig für die Nationalmannschaft. Auch wenn jetzt schon zwei Bayern-Spieler in der Startaufstellung waren, aber die zwei haben halt auch gut gespielt, muss man sagen. Kimmich als Rechtsverteidiger ist super. Der wird jetzt auch nicht mehr auf der 6 spielen, sage ich dir. Mhm. Keine Chance mehr. Ich glaube, da wird nicht mehr ändern. Der wird auf der Rechtsverteidiger spielen. Aber der hat auch ein geiles Spiel gemacht. Und der hat gegen MAP gespielt, Mann. Der hat ihn einen Zaun gehalten, relativ. Du kannst ihn nicht 90 Minuten im Zaun halten, aber das ist auch normal. Du kannst auch nicht erwarten, dass die da nicht eine Chance von Frankreich zulassen bei der Qualität vorne. Ja. Aber auf jeden Fall, Turne, was ich noch sagen wollte, es meinte auch, glaube ich, der Nagelsmann im Interview, dass es kommt halt immer dann auf die Gegner an. Er kann sich auch vorstellen, dass das Sané, Wirtz und Musiala gleichzeitig spielen lässt. Und aber das ist auch das Schöne, man hat die Breite vom Kader und man kann dann schauen, brauche ich jetzt nochmal mehr Pace auf den Flügeln oder lässt sich Sané auf der 10 spielen und tue mal Gündogan raus, dann ist es halt so, dann ist es halt extrem offensiv. Ich fand aber, wenn man einen minimal kritisieren kann, war es Ilkay. Ich fand, hat nicht das beste Spiel gemacht, der war auch ein bisschen sauer bei der Auswechslung, der hat einige Ballverluste und so gehabt. Ja. Aber das hat jetzt nicht das Spiel getötet, weißt du? Ich meine, die anderen waren da. Was mir am meisten aufgefallen ist im Stadion, Tone, war die Arbeit gegen den Ball. Ja. Nach eigenem Ballverlust, die Rückballeroberung. Ja. Wie oft sie den Ball verloren haben, weil sie halt natürlich auch Risikobälle gespielt haben und gezockt haben. Ja. Aber dann sofort nachgesetzt haben, den Ball wieder zurückgeholt haben. Genau. Mhm. Und diese deutsche Zweikampfhärte, diese das eigentlich die ganzen deutschen Tugenden, die wir haben. Und wir haben ja auch die Qualität. Wir haben so überragende Talente, die auch noch so technisch versiert sind. Wie Jamal, wie Florian Wirtz. Kroos sowieso. Viele reden nicht immer drüber, ne? Aber Bro, was der für eine Technik hat. Ich hatte so geile Plätze im Stadion. Tone, der hat nicht. Ich weiß gar nicht, ob der einen Fehler gemacht hat. Ich wette, der hatte 98% Passgenauigkeit. Kroos ist auch in Spielerkategorie. Pressing-Resistent zum Beispiel. Du wirst nicht, auch wenn du Tchouaméni bist im Mittelfeld, du läufst ihn an, du wirst den Ball nicht bekommen von Toni Kroos. Der wird kein Fehlpass spielen. Also Toni Kroos ist das, was Deutschland auch ein bisschen irgendwo gefehlt hat, weißt du? Dass diese Ruhe am Ball, man hat jetzt mehr Ballbesitz und generell, Anton, du hast alles, also wirklich, da können wir uns gar nicht widersprechen. Und Musiala hat es ja auch gesagt, er meinte so, es macht richtig Spaß, mit dem Toni zu zocken. Ja, natürlich. Das ist für deren Papa quasi, mehr oder weniger. Und ich finde es... Und der ist der Dirigent im Mittelfeld, der macht alles richtig. Jetzt no joke, Tone. Imagine, du bist Toni Kroos. Ja. Du kannst nur verlieren. Ja. Okay? Und in Deutschland leider hat er nicht immer die Wertschätzung bekommen, die er eigentlich verdient hat. Die bekommt er aber jetzt gerade. Jetzt bekommt er schon. Ja. So, weil die Leute jetzt merken, Also, ich sag, das Problem mit Querpass, Toni, das gibt's ja schon länger nicht mehr so krass, weil die bei Real Madrid gesehen haben. Ich hab's trotzdem wieder gelesen in den Kommentaren, immer noch, wirklich, also das regt mich doch auch dann voll auf. Okay, aber das sind Leute, die haben keine Ahnung von Fußball, Bro. Ja, aber also, das ist, trotzdem regt's mich auf. Ja, trotzdem. Nein, aber schau mal, ganz kurz. Aber schau mal, imagine, ich will's jetzt noch nicht zu Dings, aber, Bro, was wäre er für eine fucking Legende, wenn die Europameister werden? Mhm. Er kommt zurück und spielt eine überragende EM und tritt dann wieder zurück und sagt so. Ja, das wär ein schönes Märchen. Bro, 5-mal Champions League gewonnen, vielleicht sogar ein 6. Mal, ist drin die Saison. Weltmeister, Europameister,
zurückgetreten, trotz der ganzen Kritik und der fehlenden Wertschätzung von einem Teil, nicht allen, aber einem Teil der Deutschen, kommt er zurück, boom, macht nach 7 Sekunden einen Assist auf Florian Wirtz, zack, ist da. Und er spielt jetzt da nicht irgendwie gegen Gibraltar im, oder gegen Luxemburg im Testspiel, weißt du, ich meine, gegen Frankreich, gegen Vizeweltmeister. Und da fand ich auch Eli seine Story, hast du es gesehen? Weil, also ich habe es wahrscheinlich gesehen, aber auch was so meinst die du? Kritiker so eingangsmäßig, ja, Leute sagen so, ja, überhype das jetzt nicht, es war nur ein Testspiel, das ist das. Digga, hätten die aber verloren gegen Frankreich, hätten die Leute wieder so draufgeschlagen. Aber schon mal, das sind lieber die, ist man doch euphorisiert und nimmt diese positive Energie mit und freut sich doch einfach mal. Kurz, und das ist doch das Schöne. Genau, da gebe ich dir recht. Schau mal, du siehst aber das Video zum Beispiel, die Highlights haben 4 Millionen Klicks, dein Video ist abgegangen. Das ist nur ein Bruchteil, der jetzt sagt so, hey, jetzt mal Ball flach halten, das war jetzt so ein Testspiel, bla bla bla. Auf die Leute soll man eh nicht hören. Natürlich darf man nicht das Ganze zu hart nach oben hypen, ja, aber du siehst, das Fundament ist bei Deutschland alles sehr, sehr richtig gerade. Nagelsmann, Top-Trainer. Du hast eine geile Mannschaft dir rausgesucht. Da wird auch nicht mehr viel geändert am Kader. Ich sagte nicht, also kein Dortmund, da wird noch dazukommen. Kein Emre Can, niemand, kein Schlotterbeck, auf gar keinen Fall irgendwer. Meinst du, ja, weiß man nicht, weil je nachdem wie die... Kein Karim Adeyemi. Darfst nicht vergessen, die sind im Viertelfinale, Tone. Stell dir vor, die spielen jetzt noch gegen Atletico gut und vielleicht gegen Barca PSG im Halbfinale. Aber du hast diese Spieler wie Schlotti, der ist halt verbrannt bei Deutschland ein bisschen. Und das ist jetzt erstmal so, das kann sich noch irgendwann ändern. Aber lass den Kader so, wie er jetzt ist. Und Bruder, das sieht ich würde so auch gut mit aus. Dem in die EM gehen. Schau mal, ich bin auch Kroate, okay? Meine Eltern sind aus Kroatien gekommen, nach Deutschland. Und ich bin aber in Deutschland aufgewachsen. Ich bin beides, Kroat und Deutscher. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, gegen wen hätte ich auf keinen Fall bei der EM Bock zu spielen aktuell? Ich schwör's, ich würde wahrscheinlich Deutschland ganz oben sagen mit Frankreich und wahrscheinlich mit Portugal oder so. Das geht nicht. Und ich sag sogar, gegen Portugal leichter zu spielen als gegen Deutschland. Ich hätte gar keinen Bock, quasi jetzt gegen Deutschland zu spielen. Weißt du, warum ich einfach nur möchte, dass man so viel positive Energie wie möglich von außen bekommt? Weil die Mannschaft das braucht. Und ja. Und jetzt spürt sie aber auch gerade. Und Tone, wir haben eine Heim-EM. Das haben wir, wann hatten wir, also wir hatten eine Heim-WM 2006. Ja. Bis wir wieder eine WM oder eine EM haben im eigenen Land, Leute, das kann 30 Jahre dauern. Ja. Vielleicht sogar 40 Jahre. Da sind wir einfach schon 70, was laber ich, wie habe ich gerechnet? Mitte 50 sind wir dann. Oder Mitte 60 sogar. Ja. Und natürlich darf man das jetzt nicht zu krass overhypen, aber man darf sich freuen. Genau, ich finde schon, ja. So, und das regt mich dann auf und ich hoffe, die jetzt, natürlich kann es auch wieder schnell gehen, stell dir vor, gegen Holland jetzt auf einmal choken wir komplett rein. Aber ich sag, da wird auch viel getestet jetzt gegen Holland. Ja. Ich glaube, mehr als davor gegen Frankreich. Jetzt wird er noch ein paar andere Spieler spielen lassen, um so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen. Aber Leute, ich sag's euch ehrlich, EM, ich habe so Bock drauf, ehrlich. Anton und ich haben auch ein geiles Projekt vor. Das können wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen, nur schon mal sagen, dass wir was Cooles vorhaben, eventuell. Ja, wird eine richtig geile Tour geben, quer durch Deutschland. Genau. Wie genau, das werdet ihr erfahren. Es sind schon ganz lange in Planung, Leute. Ja, das steckt echt, glaube ich, 8-9 Monate Planung bis jetzt schon dahinter. Und das wird eine fette Nummer. Und EM, die kann gerne kommen. Ich freue mich auf die Kroatien-Spiele. Ich freue mich auf die Deutschland-Spiele. Und wir sind gut aufgestellt. Ich wünsche mir einfach nur, Tone, auch wenn man jetzt, nehmen wir mal an, man kommt ins Viertelfinale und scheidet dann irgendwie voll unglücklich im Elfmeterschießen gegen whatever, gegen Spanien, England raus oder sowas. Mhm. Aber dann hat man halt gefightet und man hat geil Fußball gespielt. Ja. Ne? Und dass dann die Leute trotzdem die Nationalmannschaft applaudieren und sagen, ey, wir hatten geile 3 Wochen, geile 2,5 Wochen, wie auch immer. Ja. Natürlich wünschen wir uns im Optimalfall schöne 4 Wochen. Und ich bin mir sicher, die Spieler, spätestens jetzt, Tone, nach diesem Spiel, die hatten eine geile Trainingswoche, aber das dann auch erstmal auf den Platz zu bringen, ist auch nochmal eine andere Nummer, haben sie ja oft auch gechoked, hat der Kroos auch im Interview gesagt. Ja. Ne? Und so, hat genauso gesagt. Ja, hat man schon oft gehört zum Training. Das heißt aber, der hört die Tuchel-Interviews, weil das war so ein Tuchel-Ding. Der sagt auch immer, geilisch, also wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und gechoked. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es wirklich auf Tuchel, aber man könnte es auf jeden Fall so interpretieren. Und sie haben es auf den Platz gebracht und ich wünsche mir einfach nur, dass wir eine geile Zeit vor uns haben und dass man das genießen wird und nicht so negativ da rangeht. Bro, das wird, ich sagte, es wird ein Fußballfest. Und ich glaube jetzt, die Spieler, Bro, wissen jetzt auch, sie können das Land wieder euphorisieren und beflügeln, weil man hatte die ganze Zeit das Gefühl so, da ist einfach, der Motor ist kaputt. Ja. Aber der ist nicht kaputt. Den musste aber man nur einmal ölen und jetzt läuft er wieder auf Hochtouren, ist aber noch nicht, hat noch nicht die End-PS-Stufe erreicht.
Weißt du, was ich echt krass finde? Stell mal vor, Deutschland kommt jetzt ins Halbfinale. Das kann ja wirklich gut sein. Oder werden dritter Platz, zweiter Platz, irgendwie sowas. Dann hat es Deutschland geschafft, wirklich aus einer kaputten Nationalmannschaft, aus Fans, die nicht mehr so hinter der Nationalmannschaft stehen teilweise, hätten sie das wieder repariert. Und das ist wirklich crazy. Und Leute, ich sage euch auch, die Zukunft von Deutschland, was die Nationalmannschaft angeht, alleine wegen Musiala, wegen Wirtz, sieht sehr rosig aus. Und deswegen sagen ja auch alle Iconic Moments von dem Bild, von den zwei Jungs. Ich glaube, wir werden sehr viel Freude auch in den nächsten Jahren haben. Sag ich. Also ich habe so ein gutes Gefühl irgendwie. Ja, nee, ich glaube auch. Also wir haben so viele junge Spieler und ja, nee, ich habe Bock drin auf jeden Fall. Das hat einem echt. Und weißt du, die Spieler wussten ja auch selber vor Monaten, sie müssen halt auch mal jetzt Ergebnisse liefern, weil sie können ja die Fans auch verstehen. Ja, klar. Ne? Die Natürlich, sind es ist ja auch. ja selber am meisten von sich selber enttäuscht oder am meisten auf sich selber sauer, wenn sie merken, ey, wir bringen das nicht auf den Platz, wie wir im Training spielen oder whatever, weil wenn vor allem das Talent da ist. Und fände ich schon geil, wenn du jetzt auch so Charaktere hast wie Kroos, der gesehen hat von außen, der hat auch oft die Nazi auch kritisiert, gesagt hat, ey, ich will es nochmal wissen, ich stelle mich zur Verfügung, hat mit dem Bundestrainer ein Gespräch geführt, Und ich finde es auch kommt da geil. hin und macht nach 7 Sekunden einen Assist. Und das, aber nicht nur das, das ganze Spiel, das war Und auch so ein Mittelstädt oder echt stark. ein Anton wurde eingewechselt, dass solche Spieler auch die Chance bekommen für dich. Stimmt. Anton wurde eingewechselt. Es ist einfach schön zu sehen. Undav hat sich riesig gefreut. Ich glaube, diese Mischung auch in der Ich Nazio, habe voll Bro, gerade die ist Bilder geil, vor gell? Augen, wie Andrich ein Tor schießt bei Genau. DM und dann so So ein Longshot, in so gell? einem Block läuft und dann so auf das Wattmann so zeigt. Ja. Ich Und ganz visualisiere das Deutschland dreht gerade. durch, gell? Ja. Und stell mir vor, die ganze Presse und das und was da vom Stadion Ja. abgeht. Ich hoffe dann immer so ein Fest auch Ja. und Public Viewing. Das ist Wahnsinn. Ich sage übrigens, Tuchel, nicht Tuchel, was glaube ich? Ich sage, Nagelsmann wird auch übrigens seinen Vertrag verlängern beim DFB. Habe ich das Gefühl. Der bleibt noch ein bisschen länger und wird nicht irgendwie für den Nazio spielen, weil er hat gesagt, er will für seine Kinder da sein. Deswegen hat er anscheinend Dortmund schon abgelehnt. Und da gibt es theoretisch nur noch die Bayern, weil er in der Nähe von München wohnt. Und es gibt nur noch DFB. Die zwei Optionen sind da. Ja. Ich fand es auch zum Beispiel cool, als Füllkrug reinkam. Der konnte dann nicht mehr so viel machen, ne? Es war dann nur noch so ein bisschen Ergebnis verwalten, vielleicht ein, zwei Bälle bekommen. Aber Bro, hast du den einen Zweikampf gesehen zwischen ihm und Upamecano? Ja, habe ich gesehen, die haben sich richtig reingehauen, beide. Ja, und Ja. du merkst einfach, jeder Spieler will sich zeigen zu diesem Moment. Füllkrug hat davor mehr Spielzeit bekommen, da hat er nur ein paar, ein bisschen, aber er wollte wenigstens, ey, auch wenn ich jetzt nur einen Zweikampf bekomme, ich stelle mich jetzt so rein gegen Upamecano, ist mir so egal. Was ist eigentlich krass ist, schon du fragst mich gerade, hast du den Zweikampf gesehen und man weiß es wirklich, dass man so bei Fußball so ein Gedächtnis hat, dass man sich sowas merken kann, gell? Ja, Wieso, gut, da klar. sind wir so voll die Freaks, also generell, ich glaube auch die meisten von der Community. Und in der Schule, Bro, ich konnte mir sowas nicht merken, gell? Weißt du schon, wenn du im Unterricht irgendwie so einen Scheiß hattest. Ja. Oder, also da ist meine Aufmerksamkeitsspanne so niedrig und beim Fußball gefühlt, da weiß man alles. Ich glaube aber auch, es war jetzt nur ein Spiel, vielleicht übertreiben wir es auch ein bisschen, aber wenn jetzt Deutschland gegen Spanien spielen würde, wäre ich auf jeden Fall viel konfidenter nach dem einen Game Ja. als noch vor 2 Monaten. Natürlich. Und ich sag dir, Prediction für morgen, Deutschland gegen Holland, die spielen in Frankfurt. Da werden wir beide vor Ort sein. Frankie fehlt aber. Frenkie de Jong fehlt. Ich sag dir, Deutschland wird das 2-0 gewinnen oder so. Zu Ich glaube, null es wird ein, wieder, ja, ich glaube, es wird ein sehr gutes Spiel. Defensiv stehen sie wieder sehr gut. ja. Übrigens, wie Bisschen krass mehr hat getestet. Ter Stegen auch die eine Chance gehalten? Von Wie Mbappé. geil der hat er antizipiert? Den Lupfer. Es war auch schon so ein kleines Vor-Privatduell zur Champions League, ne? Das zu. Genau, stimmt, weil Paris spielt gegen Barca. Glaubst du, der Marc dachte sich in dem Moment so, ey, ich will den schon mal so ein bisschen so anteasen, so ein bisschen Na. anbrechen? Nein, 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 Nee, oder? nein. Da ist er zu confident auch, Nee, der nee. Kilian, ne? Ich fand aber Kylian sympathisch in dem Spiel teilweise, gell? Weil der hat mit Nagelsmann gelacht. Das war echt, also fand ich cool. Der war da echt so ein bisschen so gut drauf. Aber ich fand, er hatte ein paar gute Aktionen, safe. Er hat nicht schlecht gespielt. Kimmich war gut. Hat die gute Aber Tasche. man hat gemerkt, der war jetzt auch nicht in seinem letzten Gang. Nein, 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 nein. Also bei einem Pflichtspiel bei der Europameisterschaft, aber ich glaube, dann würde Deutschland auch nochmal hochschalten. Sieht so ein bisschen nochmal anders aus, ne? Ich glaube trotzdem, dass Frankreich nach wie vor ja, der Top-Favorit ist. Wobei der Mbappé hat auch selber im Interview danach die Mannschaft kritisiert, hat gesagt, ey, das geht so nicht. Und ja, ansonsten, England hat ein bisschen enttäuscht gegen Brasilien. Hast du Die es haben gesehen? einzeln verloren. Endrick, das Jahrhunderttalent, wo ich noch sehr vorsichtig sein würde, also bin ich ehrlich.
Der ist ja 17 Jahre alt. Der hat ein Tor gemacht. Das war so ein Abstauber, so eine Art. Danach hätte er noch das 2-0 machen können. Hat er gechoked. Genau, da hat England mit Jude Bellingham gegen Vinicius gespielt, gegen Brasilien, gegen Rodrigo. Das war echt ganz cool zu sehen, die ganzen Realspieler unter sich. Dann hat Kroatien, Bro, die haben so ein Mini-Turnier in Ägypten. Mhm. Und da haben sie gegen Tunesien gespielt, haben irgendwie 0-0 gespielt. Und dann gab es Elfmeterschießen, hat Kroatien gewonnen. Und jetzt spielen sie gegen den Gewinner von Australien gegen Ägypten. Das war schon so ein kleines Freundschaftsturnier oder so. Und sonst ist ja nicht viel passiert bei Nationalmannschaften. Also Deutschland war das absolute Highlight. Ja, safe. Ich habe noch gesehen, die Copa America-Auslosung war da. Okay. Und in der Gruppe von Argentinien ist, was, Peru? Ich glaube, Peru, Chile und Kanada. Ah, okay. Alphonso Davies gegen Lionel Messi in der Gruppenphase von Copa America. Also das wird ein geiles Spiel, Kanada gegen Argentinien. Und Fonsi hat bisher dreimal gegen Messi gespielt und dreimal gewonnen. Okay. Das könnte natürlich ein gutes Omen sein für Kanada, aber ich sagte, die werden galanzen gegen Argentinien. Das ist was anderes. Vorbereitungsspiele hatten sie jetzt auch. Argentinien, gegen wen war das, weißt du das? Die haben irgendwie 2-0 zur Halbzeit geführt, habe ich gesehen. Argentinien, das war El Salvador, kann das sein? El Salvador. Oder wie heißt dies? Das El Salvador sogar, glaube ich schon. Der lacht mich aus. Aber das Land heißt es El Salvador? Ich habe das so auf ergebnisse.de gesehen, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich glaube, du hast recht. Ja, das war auf jeden Fall 2-0, Romero hat ein Tor gemacht. Ja, und genau. Messi ist ja leider nicht dabei, der ist immer noch angeschlagen. Ja. Hat. Ja. Wusstest du übrigens, das habe ich jetzt auch gelesen, Messi hat eigentlich seit der WM die ganze Zeit verletzter Muskel. Echt? Der hat doch gegen Kroatien voll verletzt gespielt, unter Schmerzmittel und alles. Hat aber Guardiola trotzdem absolut top. Ja, eben, das ist das Krasse. Bro, sein rechter hinterer Muskel ist kaputt seitdem. Boah. Der hat immer wieder Probleme und jetzt immer wieder, so wie bei Pedri so mäßig, immer, das ist nicht ganz so schlimm, aber es bricht immer wieder leicht aus. Und und was ihm auch sehr schlecht getan hat, war die lange Pause in der MLS. Ja. Wenn du als Profi zu lange Pause machst und aus diesem Rhythmus raus bist, dann ist es auch nicht so ganz gut für die Muskeln. Mhm. Klar, du brauchst auch Erholung, aber zu viel Erholung auch nicht gut für so einen Athleten wie Messi in seinem Alter. Mhm. Und der hat gerade voll, also ich glaube, sein einziges Ziel ist gerade einfach nur irgendwie wieder sich fit zu machen und die Copa America zu spielen. Ja. Inter Miami, Bro, hat von letzten 12 Spielen so schlecht ohne Messi nur 2 gewonnen. Die haben jetzt gegen New York Red Bull 4-0 verloren, obwohl Suarez gespielt. Alba auch, Busquets auch in der Startelf. Und mit Messi haben sie vor 2 Monaten oder so gegen die, war es im Testspiel oder davor? Auf jeden Fall das letzte Spiel davor gegen New York haben sie 2-0 gewonnen mit Messi. Ja, ist bodenlos. Also, Aber ich finde es krass, weil viele, also man checkt es glaube ich erst jetzt, wie krass eigentlich seine Leistung war, dieses Team zu dem Pokaltitel zu führen. das ist so wack. Das ist wirklich so. Also, und er hatte ja die ganze Zeit auch wieder diese Muskelprobleme. Ja. Trotzdem gespielt. Das hat auch blöd, ne? Aber was habe ich mit Cristiano bei Portugal? Weil die haben ihn gespielt, aber der war nicht da. Also ist er, weißt du das? Ist der so richtig im Kader jetzt gerade aktuell, oder? Er ist dabei, aber hast du auch die Aussage von Cancelo gelesen? Nee. Er meinte so, dass die Nationalmannschaft, aber er hat ja recht, dass die Nationalmannschaft halt nicht abhängig ist von Cristiano Ronaldo und dass wir junge, neue Spieler haben und aber finde ich trotzdem, musst du das sagen? Ich meine, ihr natürlich seid da ganz vor Ort zusammen bei der Nazio. Natürlich. Und dann, uncool. Du weißt ja, kennst du das Ego von Cristiano? Der ist so ein spezieller Mensch, gell? Der. Das ist. Ich drehe es mal um. Ein argentinischer Nationalspieler sagt, während sie gerade bei der Nazio sind: wir sind nicht mehr abhängig von Messi, weil er ist halt 36 und wir haben junge, gute Spieler. Also, wow. Ja, natürlich fühlt man nicht, also ist ja klar. Ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich würde sagen, Bro, das war es erstmal mit der heutigen Podcast-Folge. Fällt dir noch irgendwas ein, was du loswerden willst? Der guckt auf die Karten hier. Bro, hör auf, die Karten zu gucken, sonst öffnest du jetzt alles. Es hat mich echt abgelenkt, die ersten 15 Minuten. Ich konnte mich kaum konzentrieren, ich wollte sie erstmal öffnen. Ja, Leute, es ist fast 4 Uhr in der Nacht, wir werden jetzt gleich schlafen gehen. Ich bin echt ein bisschen müde auch. Und wir hoffen trotzdem, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, Leute. Wir hauen uns hier ins Zeug auch. Und wir freuen uns auf morgen aufs Länderspiel. Ich mache auch einen Stadionvlog, Bro, Arsenal gegen Bayern. Das wird cool. Da bin ich in London. Und ich bin bei Bayern gegen Dortmund im Stadion. Oh Gott, mir ist eine Sache aufgefallen. Okay, komm. Da muss ich meinen Verein auch fronten. Tone, ich bin ja Mitglied bei Barca, ich bin Socio. Und die Karten wurden online gestellt auf der Seite von Barca. Voll teuer geworden. Und
Ich hatte den ersten Zugang, den hast du nur, wenn du eine Socio-Zugangsdaten hast, ne? Und also das heißt, Mitglieder haben halt erstmal vorab Zugang dazu. Ihr kennt bestimmt viele von euch, die irgendwo bei einem Verein Mitglied sind. Wie schlecht habe ich das eigentlich gerade erklärt? Auf jeden Fall war ich sofort da. Ja. Rate mal, was die Oberrang. Karte bei Barca, also Haupttribüne, Oberrang, nicht irgendwie unten nah am Rasen und nah an der Trainerbank, kostet Originalpreis für Mitglieder. Ich glaube 200 € oder so, ich habe es gesehen in der Story. Oder 150. Was redest du, Digga? 150 wäre ja noch, keine Ahnung. Ist mehr oder was? 399 Euro fordert Barcelona für Oberrang, Haupttribüne, Normalpreis und als Socio, als Mitglied, wo du irgendwie 200 Euro im Jahr Beitrag zahlst, kriege ich 20 Euro Rabatt. Überleg mal, Ist wie das krass. hart? Es sind halt nur 50.000 Plätze und alle aus Barcelona wollen auf das Spiel gehen. Weißt du, man hätte das ja auch locker 100.000 Zuschauer voll gekriegt. Dann versuchen die das irgendwie, den Verlust auszugleichen und so. Und die Leute, die halt unbedingt Bock haben, zahlen es natürlich trotzdem. Okay. Aber Bro, überleg mal, was die Karten da auf dem Zweitmarkt kosten werden gegen PSG. Ja, das ist echt hart. Aber gut, ist ein geiles Champions League-Spiel. Ja, schon, aber das ist, ich hab zwei Karten, weil ich habe, Isa kommt auch noch mit, Hanipu. Mit der werde ich den Stadionblock zusammen machen, weil sie wollte auch Geil. mal wieder ins Stadion. Und ich habe gesagt, ey, wenn du ein krasses Spiel willst, dann ein Rückspiel gegen PSG ist schon. Und dann siehst du mich mal, wie ich richtig ausraste. Weil damals bei AC gegen Inter war halt, ist ja nicht meine Mannschaft. Ja. Und ja, 800 Euro für zwei, also Normalpreis, keine VIP-Tickets, Leute. Wir hatten jetzt da nicht irgendwie Hospitality. Das sind ganz normale Plätze. 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 Okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne einen Daumen nach oben da bei dem YouTube-Video. Auch gerne ein Abo. Und Und Kommentare, ganz wichtig, Leute. Schreibt gerne was ja, rein. könnte ich es mal vorlesen, sogar ein paar Kommentare, würde ich sagen, für den nächsten Videopodcast. Ja, ich habe auch voll viele geliked. Ich auch. Ich habe Mit dem Herzchen. alle Kommentare auch gelesen beim YouTube-Video. Und ansonsten, falls ihr auf Spotify guckt oder egal wo, dann könnt ihr auch einfach mal eine Bewertung da lassen. Es kostet euch eine kleine Sekunde und uns unterstützt es sehr. Aber wahrscheinlich, wo wir jetzt gerade das reden, sind die meisten von euch schon eingeschlafen, weil viele das zum Einschlafen sich anhören. Das kann sein, ja. Ja, Leute, hat sehr viel Spaß gemacht, auch hier heute. Ich finde, deswegen haben wir auch angefangen mit dem Videopodcast, weil wir halt, ja, zu solchen Anlässen, wenn da neue Trikots raus sind, dann können wir Ist das auch einfach so. geil. Jetzt sitzen wir auch noch im Real Life nebeneinander, Ja. dann hatten wir heute auch noch ein paar Päckchen zum Öffnen und so. Wir hätten schon viel früher damit beginnen müssen, ne? Ja. Aber Ton und ich sind da manchmal so ein bisschen verplant und, Wir haben auch so viel zu tun außerhalb, sage ich mal. Aber wir schaffen das auf jeden Fall immer. Und darauf bin ich auch stolz, dass wir das hinkriegen. ja, Gut, safe. Anton, wir sehen uns beim Ei. nächsten Mal. Schreibt noch gerne, das haben wir schon so oft gesagt, schreibt mir in die Kommentare Gastwünsche. Egal ob Spieler, ihr wisst ja, mit welchen wir vielleicht auch ein bisschen zu tun haben privat, oder YouTuber, kennt ihr auch unseren Kreis, dann können wir mal gerne mal eine Episode zu dritt, zu viert aufnehmen, wäre auch interessant. Okidoki. Danke für alles, Freunde. Haut rein und.